Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kailips und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich ziemlich wundern, aber ich habe mich tatsächlich entschlossen, die nächsten 14 Tage mit Cubase zuzubringen. Oh no, werdet ihr sagen, weil ich habe mich ja schon in der Vergangenheit Cubase immer wieder widersetzt. Aber es gibt zurzeit richtig gute Angebote von Cubase und ich dachte mir, okay, vielleicht geht es ja vielen von euch so, dass sie sagen, Cubase. Und dann ist es aber wieder so, dass Cubase durchaus eine große, wie soll man sagen, eine große Fangruppe hat. Mit anderen Worten, es gibt Leute, die durchaus Gründe haben, sich mit Cubase zu beschäftigen. Also werde ich das jetzt auch mal für 14 Tage zumindest tun. Und am Ende dieser 14 Tage werde ich eine Entscheidung treffen müssen, ob ich Cubase weiter benutzen möchte oder nicht. So, ich habe mir also so eine, ja, eigentlich 60 Tage Probelizenz für die Pro-Version runtergeladen. Und ich werde aber tatsächlich nur 14 Tage brauchen, um mir dann Gedanken zu machen, was dann das Richtige ist. Und ich bin hier tatsächlich völlig unbeschlagen. Ich habe keine Ahnung von diesem Programm und ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, Cubase ist der größte. Aber das werde ich jetzt einfach mal hinter mir lassen und werde mich mit Cubase beschäftigen. Okay, also schauen wir mal rein. Cubase ist installiert und ich habe jetzt hier einen Cubase Pro Hub, der mich ungut an irgendetwas von Magix erinnert. Ich weiß auch nicht, warum muss jemand so einen Hub vorneweg schaffen, anstatt einfach normal zu starten, wie das vielleicht ein Programm wie Ableton Live tut oder ein Programm wie Reaper tut oder sowas. Aber nein, du kriegst hier so ein Ding in die ins Gesicht gepresst und nach dem Motto, okay, du darfst jetzt meine Nachrichten lesen, du darfst mir jetzt abfordern, gleich von vornherein irgendwas hier zu entscheiden, was für ein Projekt das sein soll oder sowas. Naja, gut. Okay, es gibt ja die Möglichkeit, was Leeres zu machen und ich fühle mich auch jetzt total leer. Nennen wir das Projekt dann eben Lehrstunde. Genau, wir nennen es die Lehrstunde. Okay, und dann einfach was Leeres. Was für ein Riesen, ja, okay. Und dann Select Folder. Oh yeah, schaut mal. Und er hat mein MPK Mini MK3 entdeckt. Ist das nicht fantastisch? Weil ich ja nichts anderes habe, sondern nur dieses komische, tolle. Ja, okay, wir haben ja noch andere hier. Nein! Er hat nichts anderes entdeckt. Ah! Come on, es muss doch was anderes sein. Nee, den will ich nicht. Add Surface? Okay, wir haben ja etwas von M-Audio. Wie wäre denn das? Jo. Und ich glaube, ich kann meinem M-Audio auch was Entsprechendes auswählen. Das machen wir mal schnell. Cubase. Ah. So, Cubase ist dort eingestellt. So, dann müsste. Echt, ehrlich, ich muss jetzt hier. Ist das bescheuert. Ich muss ein MIDI. Nee, komm, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Komm, das ist mir jetzt egal. Dann habe ich eben kein MIDI-Controller-Interface. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein, Leute. Ah, Input-Port. Ich nehme mal an. Ach kommt Leute, nee, ich will's nicht. Das ist echt schlecht und ich kann da nicht wieder raus. Huh? Okay Leute, ich habe ja mein MPK Mini. Damit kann ich doch arbeiten. Ist doch alles ganz toll, oder nicht? Ach.
Sagt mal, Leute, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, oder? Dass man mit so einem Teil hier arbeiten muss? Okay, ich gebe ja zu, ich habe mich nicht da informiert. Vielleicht müsste ich mich da informieren. Aber egal, okay. Wir tun einfach mal so, als würde das trotzdem funktionieren. So, wir gehen jetzt hier. Wir können jetzt hier, glaube ich, wie ist die Instrumente von mir laden? Oh, 14 Tage. Ich werde diese Zeit wirklich. Wahrscheinlich werde ich sie hassen, die Zeit. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird sich alles noch irgendwie verbessern. Was kann man denn hier wählen? Sort by Vendor. Das ist doch mal was Schönes. Genau. Air Music. So, Synth. Hat er jetzt gesagt, es gibt hier einen Synth. Das Stage Piano ist für ihn ein Synth. Okay. Ich dachte, ich könnte das Stage Piano einfach vielleicht hier hinwerfen oder so. Ah, oh, okay, das geht. Kann ich das spielen? Höre ich da was? Mal sehen. Aber wir können es nur mit einem meiner, mit dem einen Keyboard, nicht mit dem anderen Keyboard, das ich sogar auf Cubase eingestellt habe. Ich schalte mal mein MIDI-Keyboard aus und schalte es wieder an. Bei Ableton Live reicht das normalerweise, um sowas wieder. Ah, okay, es wird jetzt registriert. Das war tatsächlich. Also das geht an sich, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit zu differenzieren. Leute, das ist so. Jetzt habe ich hier eine Le Es wird immer besser, oder? So, also ich kann jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt rückgängig gemacht und ist das ganze Ding verschwunden, obwohl ich eigentlich nur diese Zusatzlane hier, diese hier. Achso, die kann man einfach so weg. Okay. Es gibt hier so einen Inspektor. Und hier kann man zum Beispiel, alle MIDI-Inputs. Oh, schaut mal, jetzt habe ich tatsächlich endlich alle hier wieder. Und ich könnte jetzt zum Beispiel wahrscheinlich sagen, ich will nur, also ich will einen nicht. Und das wäre dann der Swissonic zum Beispiel. Nee, hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt kann ich es nur mit dem Swissonic und mit dem anderen nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt quasi nur eins ausgewählt. Ah, okay. Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich will nur. Warte mal, wo ist er denn? Den hier haben. Okay, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Swissonic. Interessant wäre ja, ob man jetzt quasi unterschiedliche auswählen kann. Zum Beispiel auch mein MPK Mini. Ne, jetzt ist nur noch das MPK Mini und die anderen nicht mehr. Ja gut, das ist nicht unbedingt so in der ganzen Sache vorgesehen, nehme ich an. Aber jetzt zu sagen, hey, ich will, ach doch, alle MIDI-Inputs. Ja, also wir wollen nicht den OPX4 hier haben. Also mal Stage Piano. Kann man das? Nee, man kann das sogar da drunter packen. Aber jetzt ist der nicht mehr selektiert. Okay, so wird es also gemacht. Ja.
Ich glaube, das Problem mit dem MIDI-Controller ist jetzt, dass ich die Kontrollfunktionen, die wir hier haben, dass ich die nicht nutzen kann. Also das kontrollierende Element ist momentan dieses Teil, das Akai MPK Mini, ja, weil ich kein anderes habe. Und das ist natürlich doof. So, und das ist ein bisschen ungut. Gefällt mir nicht. Das ist ja wohl so krass, Leute. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, okay, das ist eingebaut und du findest das einfach, sondern man muss sich das jetzt irgendwo besorgen. Okay, wir haben tatsächlich eine Lösung gefunden. Und zwar seht ihr hier bei im Audio, gibt es tatsächlich hier eine Anleitung zum Setup in Cubase. Das ist ein bisschen kompliziert, also man muss das Ganze hier in diesen Preset-DAW-Schalter, also den DAW-Schalter hier drücken und dann eben Cubase auswählen. Das hatte ich ja vorher schon gemacht. So, dann muss man hier innerhalb der Software auf Studio-Setup gehen. Das ist schon mal was ganz Neues. Und dann kommt man hier raus und kann dann erst einmal hier in diesem, kann man das größer machen, in diesem Port-Setup, ja, siehst du, muss man bestimmte Dinge aktivieren und andere wiederum nicht. Machen wir mal das wieder kleiner. So. Sondern siehst du, dass nur bei den All MIDI In, nur das Oxygen Pro 61, die anderen sind alle inaktiv. Und Visible ist nur MIDI In 3 und das Oxygen Pro 61. Ja, das sind verschiedene Gerätekanäle in deinem Keyboard, die hier halt sichtbar nach außen werden. Ist ein bisschen komplizierter. So, und dann bei den nach draußen gehenden Leitungen machst du nur diese eine Geschichte hier, dieses MIDI Out 3 sichtbar. Und die anderen müssen alle deselektiert sein. Das ist sehr wichtig, weil ansonsten passieren da komische Reaktionen, wenn du die Fader ziehst und solche Dinge. Und das willst du natürlich nicht. So, dann geht man, und wenn man das gemacht hat, also hier bei dieser MIDI Port Selection, dann muss man auf Remote Devices gehen. Und zwar, das sieht ein bisschen an, in der 13er Version ein bisschen anders aus, aber du musst dann halt quasi hier ein neues Gerät auswählen oder sagen, du willst ein neues Gerät anlegen. Und da wählst du dann Mackie Control. Das ist so ein altes Protokoll, also das funktioniert eigentlich bei den meisten. Und dann gehst du auf hier bei MIDI Input auf MIDI In Oxygen Pro. Und beim Mac ist es ein bisschen anders gelabelt. Also da steht dann Mackie UI. Und das ist es dann auch schon, weil den Outport darfst du nicht selig, also darfst du nicht definieren. Das hat ein paar Nachteile, nämlich dann, wenn du jetzt mit den Solo und Mute und sonst was Buttons arbeitest, weil die dann nicht leuchten, wenn du sie selektiert hast. Ist ein bisschen schade, bei Ableton Live geht das immer, aber bei Mackie UI eben nicht. So, jedenfalls drückst du auf OK und danach bist du tatsächlich in der Lage, die ganzen Fader zu bedienen. Ja, ich zeige das mal kurz. Ich habe jetzt hier eine Spur und da seht ihr, diese eine Spur wird jetzt also quasi hier, ne, von meinem Schieberegler hier, und ich habe natürlich auch den letzten, den Neuner. Das ist also quasi der Master Output, der wird darüber gesteuert. Ja, also das ist schon eine sehr gute Sache. Auf diese Art und Weise funktioniert das also jetzt. Hat ewig gedauert, das zu finden. Aber immerhin, wir haben jetzt also quasi eine MIDI-Controller-Funktionalität. Nicht die beste der Welt, also nicht so schön wie bei Ableton Live, aber nun ja, auch nicht schlechter als bei meinem alten Cakewalk und auch nicht schlechter als bei Reaper. Also insofern, ich würde sagen, ist okay, damit kann man leben. Aber dass Cubase sowas für eigentlich ein so, sagen wir mal, populäres Keyboard nicht einfach implementiert hat,
Also Steinberg, ihr seid da wirklich schon ein bisschen hart, ja. Also ich meine auch diese ganze Geschichte, dass in den Foren da so gut wie kein Support für da ist und sowas. Also insbesondere, wenn jemand auf Deutsch fragt, ja, das ist die absolute Höhe. Die Leute fragen auf Deutsch und kriegen keine Antwort. Auf Englisch gibt es immer eine Antwort, ja, aber auch die ist dann immer so, hä, wie funktioniert das jetzt und so. Also, ja. Also auf Deutsch, ich glaube, ich mache da tatsächlich ein eigenes Tutorial, damit, ja, damit Leute, die wie ich sind, nicht einfach schon an dieser Hürde scheitern müssen. Ich meine, ich war jetzt erstmal wieder so frustriert, das hat echt so genervt, ja. Angeblich eins der besten DAW, also digitalen Audio Workstations, die es überhaupt gibt. Und dann kommst du noch nicht mal dahin, dass du hier dein MIDI-Keyboard als Controller einsetzen kannst. Boah, Leute, echt da kracht's bei mir, ne? Naja, ansonsten funktioniert es jetzt soweit, wie man hier hört. Jetzt geht es natürlich darum, ein paar Dinge mehr zu machen. Ich traue mich das gar nicht zu. Ich traue mir das gar nicht zu, solche Sachen zu machen, die ich sonst immer gerne mache, wie zum Beispiel hier ein Scaler. Oh Leute, das wird ja krass. Ich probiere jetzt tatsächlich das. Ich hole mir den Scaler rein. So, also ziehen wir den mal einfach rüber, bevor er wieder irgendwie ein Fenster öffnet, was ich nicht offen haben will. So, Scaler ist also jetzt geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine VST3-Version habe oder nicht. Das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt irgendwie schon fast egal. So, also Scaler haben wir. Scaler selber spielen ist ja kein Problem. Aber was wäre, wenn ich jetzt quasi ein MIDI-Routing machen möchte? Hehe. Ja, und dann schaust du so und denkst so, MIDI-Routing? Okay, wie es aussieht, muss man eigentlich nur Augen im Kopf haben und dann funktioniert das eigentlich auch schon ganz gut mit dem MIDI-Routing, denn hier steht ja schon Routing hier. Also wenn man jetzt hier auf diesen Stage-Piano geht, kann man hier im Routing einstellen, woher kommt denn jetzt eigentlich das, was ich haben möchte. Und dann können wir zum Beispiel sagen, von dem Scaler. So, jetzt gehen wir auf den Scaler, machen den mal stumm, weil wir ja sowieso schon geroutet haben und können dann jetzt uns hier einen Song holen, irgendwas, Hip-Hop, ja, so, uns es anhören. Und wie ihr gesehen habt, ist hier was entstanden bei dem Stage-Piano und nicht beim Scaler. Ja, also das ist schon mal eine gute Sache. Hätte ich jetzt fast nicht mehr geglaubt, dass das so einfach möglich ist. Aber sagen wir mal so, mit Instacomposer wird es ja insgesamt dann doch noch mal eine Stufe komplexer, weil man halt mehr Instrumente anlegen muss und dann eben mit verschiedenen Kanälen arbeiten muss. Das können wir aber auch machen. Das ist jetzt eigentlich kein so großes Thema, glaube ich. Also ich würde den mal hier weglöschen. Kann man den weglöschen? Nee, so nicht. Remove. So, genau. Und jetzt brauchen wir Instacomposer. Instacomposer 2. Zack. Und wieder weiß ich nicht, ob ich jetzt ein VST3 oder nicht habe. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. So, wie ihr seht, kann man hier alles Mögliche einstellen. Nur das Problem ist jetzt natürlich folgendes. Der hier hat sein Routing verloren. Da können wir aber gleich von vornherein sagen, okay, können wir hier mal ausprobieren. Output und dann nicht jeder Kanal, sondern den ersten. So, und wenn wir jetzt hierher gehen, können wir natürlich sagen, okay, wir wollen hier in dem Kanal 1 was drinstehen haben. Dann gehen wir auf Kanal 1 und sagen, go. So, und das müsste jetzt also schon spielbar sein. Hoffentlich. Nope. Da passiert gar nichts.
weil wir hier das Falsche gemacht haben. Der braucht gar keine Connection, während der hier wahrscheinlich seinen Scaler vermisst, genau. Und stattdessen sagen wir jetzt, wir nehmen hier den Instacomposer und dann nehmen wir Kanal 1. So, jetzt noch einmal. Okay, jetzt, das ist jetzt nicht super berauschend, aber es ist erstmal ein Ergebnis. Kann man die Tracks eigentlich verschieben? So? Ne, kann ich jetzt nicht. Warum eigentlich nicht? So, damit der Instacomposer oben ist. Genau. So, jetzt brauchen wir einfach andere schöne Plugins. Also das hier ist der Kanal 1. Dann, oh, der hat das schon eingestellt. Kanal 2. Und ja, jetzt lassen wir uns was total Neues hier in die Melodic Minor machen. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt nicht besonders spannend. Okay. Also die meisten kriegen gar nichts ab. Das ist ein bisschen merkwürdig. Finde ich jetzt nicht gut. Warum kommt da jetzt? Ach so, weil die nicht alle selektiert sind. So, wir müssen jetzt jeden einzelnen selektieren. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, okay. So funktioniert das. Pass auf. Okay, das ist zu viel des Guten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich die Instrumente teilweise falsch zugeordnet habe. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Und die übliche Krankheit von dem Teil, also von dem Instacomposer, ist, dass 120 als Tempo einfach zu schnell ist. So, wo steche ich denn das jetzt ein? Ach, hier unten. Okay, dann gehen wir mal runter. So, jetzt. Okay. Also, es sieht so aus, als würde ich mich tatsächlich so langsam hier reinfinden in Cubase und vor allen Dingen in die Dinge, die mich selber interessieren. Das ist jetzt natürlich nicht das, was so der normale Einsteiger wahrscheinlich hier machen würde. Also, ihr würdet jetzt wahrscheinlich erstmal hergehen und sagen, okay, ich brauche jetzt hier ein Schlagzeug und sowas und ja, und dann auf dieser Basis dann ein weiteres Instrument. Also ein Begleitinstrument, eine Hauptstimme und dann eben die einzelnen Spuren aufnehmen. Aber dazu kommen wir noch. Das machen wir sicherlich beim nächsten Mal. Okay, allerdings die Sache mit dem Schlagzeug fände ich jetzt auch nicht uninteressant. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein tolles Instrument, was zurzeit im Angebot ist, hier reinnehmen. Das ist nämlich hier live. So, und dann nehmen wir. Jetzt habe ich natürlich noch das alte, was ich sonst habe. Nehmen wir mal, schauen wir mal hier, was so kommt.
Genau, das nehmen wir. Müssen wir nur noch hier angleichen. Und dann, jetzt haben wir natürlich das Ding, dass das wahrscheinlich nicht synchronisiert ist. Das müssen wir kurz schon mal schauen. Doch. Ja, klingt eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt ganz gut. Okay, Leute, also das soll jetzt mal für heute sozusagen den Tag 1 meiner Cubase-Forschungsreise beschließen. Ich glaube, für den einen oder anderen könnte das interessant gewesen sein. Ich persönlich fand es am Anfang super frustrierend. Und das hing vor allen Dingen mit der mangelnden Unterstützung meines MIDI-Controllers zusammen. So, Steinberg, ich weiß, ihr seid die Pioniere, ja, aber das heißt nicht, dass ich sozusagen hier als Einsteiger in euer Ökosystem mich damit auseinandersetzen muss, ja, wie ich hier als Pionier mein MIDI-Keyboard einbaue, sondern das sollte eigentlich erkannt werden sofort, vielleicht auch mit einer schönen grafischen Repräsentation. Ich meine, es ist nicht wirklich selten, das ist eins der wirklich am häufigsten verkauften Keyboards weltweit, weil es halt so ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja? Also ich meine, natürlich, ich weiß, ihr habt das, die Sachen von Arturia eingebaut, ihr habt sicherlich auch die Sachen von, ich habe jetzt noch nicht mehr geschaut, aber ich würde jetzt mal vermuten, von Native Instruments, ja, eingebaut und sowas, ja, aber, und vielleicht auch sogar von Akai, ja, aber echt, Leute, ich weiß, es ist ein billiges Keyboard, aber genau deshalb sollte es eigentlich kein Problem sein, hierfür ein Skript zu haben und das zur Verfügung zu stellen. Ja, also ich finde es ein bisschen archaisch, wie ich mich da hier rumärgern musste, bis das Ganze funktioniert hat. Diese Arbeit hättet ihr mir wirklich abnehmen können. Okay, aber das nur so weit von meiner Seite. Insgesamt, ja, also es ist, sagen wir mal, man sieht, dass viele sich an Cubase irgendwann mal orientiert haben, um ihre eigene digitale Audio-Workstation zu bauen. Und das kommt dann natürlich allen zugute, wenn man dann hier selber Dinge macht. Wobei ich musste mich auch immer wieder orientieren. Es war nicht so ganz super einfach. Aber wenn man dann so ein bisschen rumklickt und eventuell auch mal im Internet schaut, dann findet man schon etwas. Ja, ich fühle mich erleichtert, dass es jetzt erstmal so grundsätzlich funktioniert und vor allen Dingen solche Sachen wie MIDI-Routing. Ich betone das jetzt so sehr, weil Ableton Live ist ja auch eine deutsche Firma, ne? Die haben ja MIDI-Routing sozusagen auf die Verbotsliste gesetzt, ja, also zumindest MIDI-Routing mit verschiedenen Kanälen, was dann also heißt, dass Instant Composer 2 zum Beispiel dort gar nicht richtig funktioniert. Aber hier funktioniert es wunderbar und dafür bin ich sehr dankbar. Aber was anderes hätte ich jetzt auch von so einem professionellen Programm wie Cubase Pro nicht anders erwartet. Okay, Leute, dann geht's morgen weiter. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.